bin Mattes, ich bin Street Art und Graffiti Künstler und ich war mal Maler und Lackierermeister. Also für mich ist die Faszination auf jeden Fall die Größe. Je größer, desto besser. Weil die Leute dann nicht dran vorbeigucken können, was ich ja auch möchte. Ich möchte, dass meine Kunst wahrgenommen wird. Aber ich arbeite eben auch mit knalligen Farben, mit vielen Kontrasten und bestimmte Formen, Wellen, Dynamiken, die in den Bildern drin sind, die in moderner Kunst sicherlich viel ausmachen. Ich habe letztes Jahr im April ein Bild gemalt mit dem Titel Mask Heroes, zusammen mit einem befreundeten Künstler aus Mönchengladbach. Also in dem Fall war es tatsächlich so, es hat irgendwie gebrannt und gedrückt. Ich wollte gerne was mit dem Thema machen. Es war mir wichtig. Auch zu der Zeit, wenn wir uns erinnern, gab es ganz viele, die zu Hause ihre Regenbögen an die Fenster gemalt haben. Wir bleiben zu Hause, wir freuen uns, euch wiederzusehen, habe ich oft an den Fenstern gelesen. Und das hat einfach gebrannt, das wollte ich auch machen. Ich habe einen riesengroßen Regenbogen in dieses Bild eingebaut. Manchmal haben Bilder einen tieferen Sinn. Manchmal erschließt sich mir der Sinn auch erst beim Malen und beim Erschaffen des Bildes. Aber erzwingen möchte ich so einen Sinn eigentlich nicht. Also das Display, da habe ich fertig gemacht für das Paint on Walls Festival. Das ist ein Graffiti- und Street-Art-Festival. Wir laden 20 Künstler ein, europäische Street-Art- und Graffiti-Künstler. Und die malen bei uns eine große Open-Air-Galerie, komplett voll. Ja, dieses Festival habe ich organisiert während der stillen Zeit. Und dafür brauchte ich ein Atelier, einen Raum, in dem ich lagern kann, in dem ich arbeiten kann, in dem ich kreativ sein kann. Also habe ich dieses Habitat, haben wir es genannt, Habitat 49 gegründet. Mit verschiedenen anderen Künstlern zusammen und hier wirken wir jetzt zusammen, machen Musik, machen Malerei, machen Filme, Fotos, es wird geschrieben, also Bücher geschrieben. Hier findet sehr viel statt und das hat auch gleichzeitig mit der Pandemie seinen Start gefunden und ist seitdem immer gewachsen. Wir sind hier im Waldfreibad Waalbeck, das gehört noch zu Geldern, ist aber ganz kurz vor der niederländischen Grenze. Also wenige hundert Meter in die Richtung ist schon Holland. Ich finde es einfach toll, einen Ort zu haben, wo auch garantiert Publikum hinkommt. Also ich könnte ja eine Galerie eröffnen und Bilder aufhängen und würde keiner kommen. Im Freibad kommen die Leute aber sowieso. Ich habe also garantiertes Publikum, garantierte Interessenten und freue mich natürlich darüber, meine Kunst da präsentieren zu dürfen, wo Leute die auch sehen und vielleicht auch die Zeit haben, sie zu betrachten.